Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Resident Evil Village People und wir sind bei Teil 17 angelangt. Für die PS4 ist das Ganze natürlich, Mario ist auch wieder da. Hallo. Ja, in der letzten Folge, also alles weiß ich ehrlich gesagt eh nicht mehr auswendig, was wir da alles letztes Mal gemacht haben. Wir sind auf jeden Fall durch so ein Minensystem sind wir durchgegangen, wir haben gegen Zombies gekämpft, diese Zombie-Handlanger, was auch immer. Wir haben gegen einige Typen mit den Bohrern gekämpft, Doppelbohrer, Gepanzerte, da haben wir eben auch das gelesen gehabt, von wegen, dass da mehrere Versuche gemacht worden sind. Einen mit Jetpack wurde ja hergestellt, den haben wir lustigerweise noch nicht gesehen, aber der eine mit dem Propeller. Den haben wir gesehen. Genau, und gegen den haben wir auch gekämpft, den haben wir auch geschlagen, ganz knapp, aber doch. Und geendet haben wir eigentlich damit, dass eben das Heisenberg-Monster uns irgendwo runtergehauen hat und wir dann zum Schluss den Chris getroffen haben, der uns dann erzählt hat von wegen, ja, das haben wir dann extra jetzt da gerade, haben wir uns kurz die Videosequenz angeschaut, weil wir splitten uns das Audiosignal mit den Kopfhörern. Das ist eine uralte Geschichte, irgendwo war das einmal, ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall, da ist immer darum gegangen, dass ich mit dem Ethan halt eben, ich muss direkt auf die Person schauen können, die redet, sonst hören wir das nicht. Und da haben wir halt eben jetzt erfahren, was ihr eh schon gehört habt in der letzten Folge, das von wegen, dass der Chris gesagt hat, ja, die Mia, das war nicht die Mia, das ist die Miranda gewesen, die Mia gespielt hat, weil sie eine Biowaffe ist und sie hat auch eben diese, die ganzen Schüsse und alles überlebt und bla bla bla. Was mit der Mia selber ist, haben wir ja nicht rausgefunden. Und im Endeffekt haben wir geendet bei diesem, wie ich ihn genannt habe, Evil Dead Tank, weil da eben Kettensäge dran ist, ein Maschinengewehr und ein Granatwerfer. Jetzt vor dieser Aufnahme habe ich mir noch ein Herz gefasst, weil ich mir den vorletzten Speicherstand nochmal geladen habe, bezüglich versteckte Räume, genau, Schätze. Bevor wir nämlich angegriffen worden sind von diesem Heisenberg-Wesen, bin ich ja gleich direkt zur Tür gegangen und dieser Raum hat mir keine schlaflosen Nächte bereitet, aber einfach, weil es mir eingefallen ist, wollte ich unbedingt sehen, was dort ist. Jetzt habe ich diesen Spielstand geladen. Die Mia hat sich dazu geholt. Nicht die Mia. Die Mia, Entschuldigung. Die Mara hat sich dazu geholt. Und ich habe noch andere Sachen mal angeschaut. Halt eben eine Sache, die kann ich leider nicht mehr herzeigen, war nämlich dies. Ja, ich bin verwundet, das erkläre ich auch gleich warum. Bei den wichtigen Gegenständen war dieses komische Luisas Knochenhalsband. Das ist ganz zweite Ding, was du kriegst. Das erste ist das Familienfoto und diese Kette ist das zweite, was du kriegst. Und da sind so Knochen drauf und da ist ein Kristall drauf. Und ich habe mir das genau angeschaut und auf einmal beim Kristall hast du ein X und wenn du drauf drückst, kannst du den Kristall rausnehmen und den kannst verkaufen. Das ist der erste Schatz, den man eigentlich findet. Das habe ich jetzt erst rausgefunden bei Folge 17. Das war das eine. Und dann haben wir uns noch umgeguckt, von wegen, hey, wart, wie kommt man da hin, wie kommt man dorthin? Ich schaue jetzt nur kurz, wo wir da sind, weil hier haben wir begonnen, also hier hat der Speicherstand begonnen. Und da haben wir ja dann eben dieses Kugellabyrinth-Rätsel. Wäre ja noch zu machen. Und ich habe mir auch gedacht, jetzt hat uns dieses Heisenberg-Monster irgendwo runtergehauen. Wir kommen dort höchstwahrscheinlich nie hin. Deswegen haben wir, also das ist ein Raum zum Beispiel, wo noch was ist. Dann, wo war das nächste? Da unten, da war ja ein versteckter Raum. Und da ist ein Bohrheini ist dort gelegen. Und ich und die Mara, wir haben uns das angeschaut und die Mara hat dann angefangen, naja, weil wir haben keine Öffnung gesehen, kein gar nichts. Und die Mara hat dann gemeint, naja, vielleicht musst du ihn anschießen, dann steht er auf und dann öffnet er dir den Raum. Und ich denke mir noch so, eine gute Idee, aber vom Programmierer her, was der Vater so auch kriegst, ich schieße den an, steht der auf und haut alles kurz und klein und wir kommen endlich in diesen depperten Raum, kriegen halt eben Geld haben wir gekriegt. Viel Geld, ja. Und irgendeine Munition haben wir noch gekriegt. Aber deswegen, der hat mich dann erwischt, weil ich so perplex war, dass der doch jetzt da aufsteht. Deswegen, ja, und wir haben von dem auch noch eben so einen Kristall gekriegt. Ja, ja. Das war auch noch. Gut, da war das. Dann haben wir uns gedacht, okay, gut, Gießerei, gibt's ja noch was, da hast du diese Gießstelle. Aber es war noch ein weiterer Raum, den suche ich jetzt da gerade. Da stehen wir gerade, das heißt im Grunde genommen, wenn du rausgehst und wieder reingehst. Ach so, ja, hier sind wir. Genau.
da haben wir, da sind wir auf der anderen Seite gestanden, das war nämlich dies da, wo die Mara noch angefangen hat, naja, vielleicht musst du es ja aufspringen. Ich fange noch an von wegen, ja toll, meine letzte Rohrbombe soll ich für dich opfern, was ich dann auch getan habe, aber es hat nichts gemacht. Nur hier, das haben wir voll übersehen, da steht so eine Minenwagen-Lore. Ja, so eine Lore, die kann man wegschieben, dann hat man hier halt eben den so einen Lüftungsschacht, da greift man da durch, kommt hier rein. Wir haben einmal Schießpulver gefunden, wir haben einmal Pistolenmunition gefunden und hier drinnen war eine Gussform für eine Kugel, die man fürs Kugellabyrinth braucht. Und das wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Einziger Nachteil für euch ist jetzt das, wir gehen jetzt da zurück, machen das mit dem Kugellabyrinth und dann muss ich noch einmal den Bosskampf machen gegen den Propeller-Heini, was ich aber auf der einen Seite, ich habe ehrlich gesagt keine Lust gegen den zum Kämpfen, aber ich kann mich nur verbessern, weil der Kampf damals war ja nicht gerade. Das war sehr knapp, ja. Ja, und ich habe sehr viel daneben geschossen, überhaupt gegen Ende des Bosskampfes. Was wir auf jeden Fall schon machen, ist, dass wenn Videosequenzen sind und die Möglichkeit besteht, dann tun wir vorspulen. Dann tun wir vorspulen, ja. Dass wir das nicht nochmal alles schauen müssen. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder alles. Müssen wir alles zum zurückgehen? Oder ich müsste da oben drüber hupfen. Weil noch einmal die ganze Kletterpartie, glaube ich, die könnten wir uns da sparen. Das war das, wo wir runtergekupft sind. Ja. Ja, dann hüpfen wir da wieder runter. Also sorry, dass wir jetzt Backtracking quasi gemacht haben. Ja, aber so seht ihr wenigstens, wo noch die Schätze waren. Ja, und vielleicht kann ich das dann auch noch einsetzen, weil jetzt da müssen wir dann zurück zum Händler und jetzt habe ich ja doch noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Mhm. Vielleicht kann ich dann noch irgendwas mal leisten. Dieser Kristall in der Halskette, der war 8000 Lei, war der halt eben wert. Also überhaupt für den Anfang ist jetzt es eh gut. Ist es, genau, jetzt ist es eher so eine Kleinigkeit, aber gerade am Anfang waren ja, 8000 Lei. Ja, aber auch Kleinvieh macht Mist, ne? Kommt halt immer drauf an, wann du es kriegst. Wie gesagt, am Anfang war das super gewesen. So, das war das. Lustig war halt, wenn jetzt die ganzen Sachen nicht mehr da sind, ne? Es wird heller. Die Erleuchtung wird kommen. Yay. Das ist mein Aufzug. Nimm den nächsten. Also im Endeffekt, wie gesagt, war es jetzt für uns persönlich, war es jetzt auf jeden Fall sehr hilfreich, dass wir das gemacht haben. Einfach fürs Closure. Dass man jetzt ja, ich bin jemand, wenn es bei einem Spiel einen Erfolg gibt, dafür alles zu entdecken. Nee, das ist meins. Ich liebe das werden wir nicht haben, weil wir haben ja definitiv hier und da zwei Sachen oder was. Hat es ja irgendwie gegeben, wo wir gewusst haben, dass. Na, jeder hat so seine Sachen, die ihm wichtig sind. Anderen ist wichtig, dass sie viele Headshots machen oder dass sie halt Fandom gehen können und schleichen können. Ich meine, da müssen wir eh hin. Mir ist am wichtigsten, dass ich Sachen entdecke. Da müssen wir jetzt eh hin. Also, World of Warcraft war der erste große Erfolg, den ich gemacht habe, war Entdeckerin. Ja, gut, das ist wieder aber ganz. Einfach weil ich in jedes Gebiet gehen wollte. Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. So, erst dann. Ich habe mir eh auch noch gedacht, du nach etwas bestimmt. Theoretisch könnte man eigentlich auch das Fleisch verkaufen, was wir haben. Behalt's noch, wer weiß. Aber. Kann man eh nochmal rauskommen. Also, das war das Herz, was wir von dem einen Typen da gekriegt haben. Wir haben noch zwei Dietriche, warum auch immer. Haben wir nicht mehr? Ah, wir müssen ja außerdem noch zum Ding fahren. Zur Gießerei müssen wir noch. Ja, genau. Na, aber mehr haben wir nicht. Das passt schon. Weil du hast ihn vorher schon verkauft gehabt, den Kristall. Ja. Und wir haben eben, das andere war Geld. Wenn du wieder etwas von Geld hier, ja. Nein, zum Kugellabyrinth müssen wir ja noch. Ja, wir müssen erst zur Gießerei. Ach Gott. Aber die ist hier über das, das Kugellabyrinth ist zu bekommen. Da müssen wir auch noch hin, genau. Weil wir haben ja die Kokille für die Kugel bekommen. Und ich muss mir jetzt außerdem eh noch Munition und sowas zusammen craften. Und einmal heilen solltest du dich auch. Ja. Weil man weiß ja nie, der Teufel schläft nicht. Vielleicht kommt uns wieder einer entgegen, jetzt wo wir das Teil haben.
Naja, es könnte sein, wenn man, sobald man die Kugel gecraftet. Kurz weg, sorry. Sobald wir die Kugel gecraftet haben oder gegossen. Mhm. Das meine ich. Das könnte so ein Trigger sein. Ja. Warte mal, wenn wir da reinrennen? Nee, das muss drin sein. Ja, und falls man irgendwelche Nebengeräusche hören sollte oder was, das Fenster ist bei uns offen. Aber es ist angenehm so. Yay! Jetzt so. Kommt sicher einer. Nee, kommt nicht. Auf zu atmen. Warte mal, hast du noch geschaut, ob es wirklich jetzt der blaueste Raum? Passt. Nö. Okay. Das hätte mich sonst sehr geärgert, wenn da wieder rot gewesen wäre, weil wir haben uns so gut umgeschaut, ob irgendwo ein Kristall oder sonst was ist. Ich nehme mal an, du möchtest das Labyrinth lösen, du kannst damit das was gerne zum machen. Tun hast. Ich habe 2 gemacht, dann hast du auch 2 gemacht, dann sind wir equal, passt. Hey, ganz ohne Zwischenfall. Und außerdem, ich tue mir mit der Kameraführung ja bei dem Ding total schwer, also. Ich muss wieder mal nachschauen. L2. Okay. Jetzt musst du aufpassen. Scheiße! Das ist fies. Das ist schwer. Nein! Ja, es wäre viel einfacher, wenn der rechte Analogstick die Kamera führen könnte. Ja, teilweise anstatt einfach vom Blickwinkel her ist es schwierig. Das passt schon. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich weiß nicht, wo es da jetzt hingeht. Da runter. Ist da irgendwas? Das ist schwierig zum Treffen. Ha! Sehr gut. Ja, aber noch nicht den Tag vom Abend loben, gell? Ah. Na Alter, das gibt's jetzt aber nicht. Da musst du nämlich dann auch noch warten, bis der. Oh, bitte. Nur nicht die Geduld verlieren jetzt. Schön. Mit Gemütlichkeit. Okay. Was haben wir jetzt? Ja, da aufpassen. Genau, da aufpassen. Nein, das geht's nicht aus. Okay. Nein. Ja, aber das ist. So. Okay. Sieh mal. Da unten, okay. Jetzt aufpassen, dass nicht auf der Seite noch irgendwo was ist. Passt. Das war so schwer. Ich gratuliere dir. Ja. Ich hoffe, das war's wert.
Ja, doch, also die Dinger sind eh immer was wert. Warum jetzt wieder? Sorry, wenn ich immer wieder frage. Nein, nein, passt. So. Money! Money, money, money. Must be funny. 30.000. In a rich man's world. Klotzen statt kleckern. Ja, sonst. Kann man noch was upgraden mit den 69.000 jetzt? Ich schaue jetzt nur kurz nach. Ich meine, theoretisch haben wir ja gesagt, wir könnten eigentlich ja noch. Ich habe gerade aufgestockt. Etwas verkaufen oder kaufen, ne? Wie gesagt, das. Wir haben die Ding gekauft, wir haben das, die Schrotflinte und das, genau, ja, das war ja der Ziellaser, also der Laserpointer, der auf einmal die Schussstärke erhöht. Ach, das tut wirklich weh, das tut einfach weh. Naja, die Stärke könnten wir einmal auffrischen. Wieso haben wir, da habe ich die noch gar nicht verkauft. Das kannst du noch machen. Da haben wir die gerade gekauft. Deswegen, da hast du noch gesagt, wirst nicht vorher speichern. Oder war ich das? Ich weiß nicht mehr, irgendwer. Das, die andere ist jetzt noch beladen, oder? Ist die? Oh, Scheiße, das war's, genau. Die hat ja noch 8 Schuss drinnen. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Deswegen, da habe ich es extra für den Bosskampf benutzt gehabt. Aber warte mal kurz, auf der anderen Seite 8 Schuss. Deine Entscheidung. Ah, ja, ja. Meine 8 Schuss sind 8 Schuss. Wenn ich die bei ihm kaufen würde, wären das 8.000. Das ist ehrlich gesagt auch jetzt nicht. Das ist der Kristall, den ich gefunden habe. Verkauf's. Sie ist als Investition, Ethan. Gut, also wenn was schief geht, sie hat gesagt, ich soll verkaufen. Sowas nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. So, da haben wir jetzt noch 46 Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Überlass das mir. Gut, und das war's. Ja, die werden wir jetzt sicher nicht verkaufen, weil es geht ja nicht aus, dass wir die andere auch noch kriegen. Passt schon. Den größeren Koffer braucht man nicht. 4.000 kostet das. Aha. Ja, dann schauen wir halt, dass wir so viel wie möglich haben. Habe ich das jetzt gekauft. Genau. Gut. Jetzt können wir noch die Schrotflinte gleich einmal auf deine Quick-Leiste geben. Wir haben 2 von denen und so. Schnellzugriff. Ja, das Scharfschützengewehr lasse ich mal auf dem. Oh Gott, der hat Blendgranaten. Du kannst beim Rotor-Typen vielleicht sogar gebrauchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, müssen wir so ausprobieren. Aber da ging es ja darum, dass er nicht am Anfang muss er gestanden ja ist, dass du ihn hinten treffen konntest. Das heißt, wenn du ihn blenden kannst und der stehen bleiben muss. Ja, nein, aber ich muss ihn trotzdem am Anfang muss ich einen Berserker rennen lassen, damit er mal öffnet, das Areal, weil sonst habe ich ein Problem. Aber am Ende könntest du es zum Beispiel so versuchen, dass du das mit den Blendgranaten. Wir haben 2 Kräuter. Für das brauchen wir jeweils ein Kraut. Schrotflintenmunition braucht nichts. Magnum können wir eh nicht herstellen. Ich stelle mal einmal da was her. Schießpulver haben wir 10. Rostige Teile 2. Chemikalien. Dann willst du noch eine Mine herstellen für den Kampf? Oder reichen da die 2? Die habe ich damals nur als Ding genommen. Ich werde mir auf jeden Fall eins davon noch herstellen. Und eins davon. Passt. Wir kriegen ja dann noch was. Von mir aus lasse ich oder lasse ich nicht? L2. Ja, ist wurscht. Das lassen wir dabei. Gut. Wir sind im Falschen. Müssen auf 1, glaube ich, rauf. Dann werde ich jetzt noch einmal speichern. Ja. Ich weiß, in dieser Folge ist jetzt da sehr viel von der vorigen Folge, aber ja, scheiß an Paula, wie man so schön sagt. Wobei ich weiß bis heute nicht, wer die Paula ist. Also. Ich kenne ein paar Paulas. Die sind alle angeschissen, oder was? Nein, Gegenteil. Die angeschissene Paula. So, Heisenberg. Ich kenne nur liebe Paulas, ich habe noch keine schlechte Paula kennengelernt.
kenne nur ehrlich. Na gut, die kenne ich aber auch jetzt nicht unbedingt persönlich. Paula Abdul kenne ich. Also. Heisenberg? Heisenberg. So. Entliegelt. Da ist nix. Bist echt eine harte Nuss. Passt. Ja, das war das mit dem von wegen, ja, was er aber hergestellt hat. Plauder, Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Noch eins, sehr gut. Was? Ja, das war's. Was ist das? Von der Rahmen nichts mehr. Genau, jetzt kommt der Kampf. Nein, ist wurscht, ich muss ihn ja. Ich habe Lust, der kommt und erschreckt mich. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Er hat da schon einiges freigeräumt. Das muss ich weiß sein, wirklich. Ich muss der kommt. Oh, Scheiße! Okay. Also meine. Gut, dass du gespeichert hast. Aber war das jetzt gerade unfair? Ich bin in der Ecke gewesen, ich konnte nicht einmal raus. Der ist vor mir gestanden und pop. Neustarten, passt schon. Ist ja nicht so viel zum Nachspielen jetzt, Gott sei Dank. Ja, ich muss mir aber trotzdem meine Sachen wiederholen. Außerdem frage ich mich jetzt gerade, ob er jetzt von dem Speicherpunkt. Passt. Ja, ich muss nochmal in den Raum rein. Ja, aber es ist nicht so. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. So, also nochmal. Also die ganze Folge besteht jetzt nur mehr aus dem Bosskampf, welchen ich nicht schaffe. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, nehmen wir das. Und ich weiß eh, es liegen Sachen rum, aber. Ja, aber solange er nicht mit den depperten Flammenwerfer anfängt. Ich muss nicht mal im richtigen Moment weg. Scheiße! Jetzt fängt an. Da ist noch nicht offen. Komm von der Seite, komm von der Seite. Ja, das könnte. Ich weiß nicht, wo er ist. Passt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Irgendwo da hinten ist wahrscheinlich. Hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Auch interessant. Ah, okay, hinter. Warum bin ich verwirrt? Ich glaube, jetzt kommt wieder. Mhm. Ah, das mit den Flammen, das war auch nicht. Ja, natürlich, da wischt es mich. Passt schon.
Nein! Ah, er ist vor mir. Ah! Jetzt glaube ich gerade durchgerannt. Mach mal Ringelringerei hier, das will ich aber ehrlich gar nicht. Das wäre eh gut, wenn er da ein bisschen mehr aufmacht, weil mir kommt das Areal zu klein vor. Ja, das letzte Mal war er mehr offen. Muss nur aufpassen, dass er nicht sein Feuerding macht. Beide irgendwo. Jetzt wieder böse. Hallo? What the fuck? Scheiße, Feuerbrunst! Jetzt ist er wieder da. Ah, warte, jetzt können wir das ausprobieren. Nicht so. Ich hab die Ding drinnen. Das ist jetzt Blendgranate. Ich wüsste nicht, ob das funktioniert hat. Oh, er schaut so aus, als ob er nicht wüsste, wohin. Bis nie wieder! Was? Gratuliere! Okay, für das, dass ich vorher urschnell gestorben bin, war das jetzt da gerade. Ja, aber gut, dafür. Dafür kriege ich weniger Utensilien. Da hinten wäre, glaube ich, noch was gewesen. Achso, die werden zerstört, wenn er dagegen läuft, oder? Nein. Hast du das schon eingesammelt? Freigeräumt gehören die eigentlich, glaube ich mal. Okay. Aber irgendwo müsste noch was liegen. Ja, da ist was, okay. Da ist was, okay. Die Mine da hinten, die habe ich. War aber trotzdem wie ein wirklich spannender Kampf wieder. Ja, aber eben, ist besser gegangen. So. Na, da war es nicht. Das müssen wir noch weiter. Weil ich glaube, sind wir da nicht auch irgendwo durchgekrabbelt? Ja, da hinten. Genau. Aber munitionstechnisch um einiges besser jetzt gewesen. Da ist ein Crowd. Chemikalie. Wunderbar. Na, hat gut funktioniert jetzt.
Ja, also es hat sich ausgezahlt, dass ich geladen habe, sagen wir es mal so. Gut, hier ist noch was drinnen. Muss nur gucken, wo. Eine Schublade? Nö. Keine Schublade. Ah, da hinten. Die Zigarre. Genau, da haben wir genau, ja. Ah ja, und die Ansprache haben wir ja von ihm gehört, dieses It's alive! Das war ja auch noch. So. Also das war das von der anderen Seite. Genau, das sind wir gewesen. Gut, da war das. Einmal. Zwei Sachen waren da, bilde ich mal ein. Das waren zwei Kisten. Genau, zwei Kisten. Bessere Rinde. Genau, haben wir das. Jetzt gehen wir über den schmalen Grat. No, thank you. Weißt du, woran mich das lustigerweise gerade erinnert hat? Luke, I'm your father. No! Was mich, diese Gestaltung von dem Ding, die immer drinstehen, erinnert mich lustigerweise an Per Anhalter durch die Galaxis, wo immer Bauer durch die Fabrik geht. Planeten bauen. Ja. So, hier war nichts, genau. Da ist er! Geh ja, genau. Wir gehen da ist aber nichts. Da ist nichts. Oh, vielleicht ist ein Ziegenbock noch irgendwo. Da war eine Schaufel. Hm. Okay, also hätten wir uns das schenken können. Ja, dafür haben wir jetzt von viele dem Schätze Ding. Und was weiß ich alles. So. Genau, und jetzt kann man überspringen. Weil man das eh schon kennen. Achso, ja, da sind wir runtergeflogen und jetzt müssen wir. Da war jetzt eh auch nichts. Da treffen wir jetzt auf den Chris, oder? An dieses Kanalklettern kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich war kriechen. Genau, ja, da habe ich mich noch aufgeregt gehabt, von wegen, warum kann er nicht runter herkriechen. So. Und jetzt ist wieder überspringen. Zurück mehr. Tada! We Gut, have wir haben. Arrived. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht untersucht. Ich glaube, wir haben noch geschaut gehabt wegen irgendwelchen Resten Dingern halt eben, ob wir da was finden. Falls nicht, mache ich das jetzt halt eben. Nee. Ja, hier hänge ich gerade. Okay. Da sind wir hergekommen. Ja, 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 natürlich. Ja, das war's. Okay. Gut, dann speichere ich hier nochmal. Gleich über das eine drüber. Jetzt schauen wir uns das da an. Vielleicht erfahren wir ja, was mit der Mia von sich gegangen ist. Du darfst. An Houndwolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Ah, schön. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamycet infiziert zu haben. Wie sagst du immer dazu? Mutamycet. Nein, okay. Das. Was sie eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Etwas, okay. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig, die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Was ja eigentlich nicht stimmt, weil laut diesem Angabezettel ganz am Anfang wäre ja gewesen, dass wir im gleichen Wagen sind wie wie die Rose. Wie die Leiche. Ah, okay.
Nein, es war ja ganz am Anfang, wo der Autounfall gewesen ist, von wegen Frachtplan oder so irgendwas, Ethan Winter plus Leiche, irgendwie so war das halt eben. Und ich nehme mal an, die Mia hat nicht nur ihren Tod vorgetäuscht. Also mit vielleicht beim Ethan, wer weiß, wie lange die schon dort gewesen ist, die wird einiges vorgetäuscht haben. Aber auf der anderen Seite könnte ja eben sein, dass sie schon länger beim Ethan ist, wir wissen ja nicht, wie lange, und dass der vielleicht wirklich gut ist bei seinen ehemännlichen Verpflichtungen, dass sie halt eben länger geblieben ist. Ne? Mhm. Also vielleicht wäre sie sogar gut geworden, wenn die nicht eingegriffen hätten. Aber wer weiß. So, okay. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützen könnte. Ein Kampffahrzeug, das einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Wow. So, ich bin gespannt, wie man das Ding steuert. Halten. Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache es schießt. Was ist mit den ganzen Projektilen zum Beispiel? Ich komme, Rose. Okay, L halten plus R2 Geschützfeuer abfeuern. L1 blocken. Das ist blocken. Maschinengewehr. Aha. Okay, und das ist das Geschütz. Es ist nicht, dass du unendlich Schuss hast. Ja, das. Ich hoffe, ich stehe richtig. Das erfährst du, wenn das nicht damit. Ah. Ah. Hey. Ja! Cool! Ja! Ja, aber wenn es stehen bleiben würde, dann hätte ich mehr davon. Könnte ich die Fabrik auseinandernehmen. Das hat ein bisschen was von diesen Robot Wars. Mm. Ja, Mac, also alle Arten von Mac Warrior-Geschichten oder halt eben Roboter. Robot Sports oder keine Ahnung. Kassen oder der Ken, nicht mehr da. Ja, das war Robot. Ich glaube Robot Wars hat das Kassen. Der Imahara mitgemacht hat und die ganzen Dinge. Das habe ich mir aber früher wirklich angeschaut. Ich habe das auch gerne. Samstagmittag war das. Ich hatte noch keine Ahnung von Mythbusters und habe dann damals zuerst ihn gesehen, wie er diesen Kampf gewonnen hat und keine Ahnung gehabt, dass er derjenige ist, der dann bei den Mythbusters mitgemacht hat. Bis er seinen Roboter mal hergezeigt hat. Ich glaube, du musst das Geschütz abfeuern, L2 und Geschütz. Danke. Bitte. Aber der Roboter von ihm war cool. Du gottverdammte kleine Kakaolade! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Du, dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer, deine Leiche, wird sich gut in meiner Armee machen. Der Eindruck. Stirb, als würdest du leben. Hey, bist du auch angeschnallt? Ich hab auf ihn aufgesetzt. Zu schade, ich bin dein einziger Fett. Du bist ein Tod. Streng dich an. Zeig mir, was du den nächsten treffen wird. Ich treff nichts. Ist das schwierig zum Ziehen? Das ist alles. Und der Schütze nie die Liebe eines Vaters wird. Keine Ahnung, was ich getroffen habe und was nicht. Alles Gute ist, ich kann theoretisch die ganze Zeit blocken. Ja. Dafür bin ich diesen verfluchten Weib wohl Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Das schon. Ganz ehrlich. Oh, nicht aufgeben! Ein cooler Ding. Never was ganz anderes. Never surrender! Au! Aber heilen geht er dann auch nicht ein, oder? Nee, kann nicht heilen. Ja, ich schau, dass ich wegkomme, aber... Ich glaube, es ist dann wegkommen, wenn du es nicht so.
Komm nicht weg, kommt mal vor. So, jetzt kommen wir wieder weg. Wegfahren, wegfahren. Es wird halt weniger von Resident Evil gerade, aber es ist mal eine coole Idee und was anderes. Ich wüsste jetzt nicht, an was mich das großartig erinnert. Hallo, ich gehöre nicht zu dir. Einfach nur feuern, mehr kannst nicht machen. Das ist der James Bond. Was soll ich jetzt großartig mit dem machen? Ich weiß nicht, schau dich mal um, ob du was hast, was du nutzen kannst. Hast du Spaß? Jetzt wird's ernst, Steven! Letzte Runde! Tja, was denkst du? Aussichtslos, hab ich recht? Gib auf! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalypse! Komm schon! Stirb, als würdest du am Leben hängen! Ja. Komm schon! Gesicht! Kann ich irgendwas machen? Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Alter! Was ist jetzt da? Das ist nicht mehr Kansas! Und dann gehört Rose nach mir! Feuer frei! Doch. Es ist noch nicht vorbei! Ich muss sie töten! Das war ein cooler Kampf. Ja, voll durcheinand. Wir haben ein Handy. Das habe ich mich jetzt wieder in 7er-Teil irgendwie. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan, antworte! Ich würde sagen, das ist die Miranda. Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Der sprechende Busch. Für sie würde ich alles tun. Das singende, genau. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück!
Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Lady Dimitri, Lady komm Dimitri, raus. Komm! Dann zeig dich! Du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzet wird sich deiner annehmen. Oh, unser Herz! Sie ist Kano! Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter. Auf ewig verbunden im Blut. Mutter, nicht Mutter. Okay, also wie Kano aus Mortal Kombat hat sie jetzt unser Herz rausgerissen. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Okay. Pass auf, jetzt kommt der Chris vorbei, hat irgendwo ein Herz gefunden, das hat er am Rhein, hat diese Heillösung drauf und er ist wieder da. Na, Hauptsache, sie macht nicht so ein Ende wie Terminator. Oh, ich gebe dir mein Herz. Ja, ja, genau. Ja, aber da fehlt mindestens ein Chirurg, der die Operation durchführt. Chris ist aber Stars, der kann das. Die IRA vergisst nicht. Ist ein altes Ding von denen, von wirklich? Wegen die IRA vergisst nicht. Okay. Genauso wie FBI vergisst nicht. Das bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe cool ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Das heißt, ich bin mein Chris. Cool. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Ich spiele schon länger an der Resident Evil Spiele, also ich weiß nicht, was der macht. Wir kriegen sie was. Team ist startklar. Sehr wundert, dass da nicht hingeschrieben haben, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Was das irgendwie ist. Gesundheitswahn. Das fand ich auch verraten. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Okay, Pistole, Scharfschützen, Schall. Granaten. Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass.
Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Ich glaube, das ist später, wenn du deinem Team Befehl geben willst, auf einen bestimmten Punkt zu zielen. Könnte das sein? Keine Ahnung. Ah, der singende Busch. Hey Alpha, sieh mal. BSA, die können echt nichts. Mein Gott, ein Wunder, dass das in... Das sieht ziemlich übel aus. Oh, oh Ella. Dann, wie wir vorgehen. Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Napalm! Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Okay, wir sind schon bei 50. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Wir sind mehr als wieder. Pass bloß auf. Oh, die ist besser. Aber da kriegt man nichts mehr. Du blöde Biowaffe, du! Westliche Route sicher, rücke aus. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Mutamycet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Ich denke, sie hat uns mitbekommen. Okay, und weiter? Da passiert nichts. Laufen! Große mutierte Biowaffe gesichtet. Keine Ahnung, die ist irgendwo hinter mir. Pilz könnte infektiöse Spuren verschlucken. Haltet noch die Masken auf, nicht lang. Verstanden. Hier Tanjwa, hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Kommt aber nicht. Also dann muss ich wirklich davon gelaufen sein. Nehme ich mal an, ich weiß nicht. Muss ja nicht immer kämpfen. Ins Haus? Okay, Karte haben wir überhaupt nicht. Nö, das ist ja die Fabriksanlage, glaube ich, oder war das? Wow, das ist cool. Das hätte man die ganze Zeit braucht. Das ist cool. Das hätte man die ganze Zeit braucht. Aber der billige Ethan, oder? Mit seiner, weiß nicht, Mogli-Taschenlampen. Also die Häuser sind irgendwie wurscht, so wie es ausschaut. Oder auch nicht. Ich bleib gleich bei dem Gewehr, das ist cool. Außerdem kriegen wir relativ gut Munition, so wie es ausschaut. Amber, ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis 10 Position. Papa! Es war Papa! Entschuldigung, ich tue jetzt gerade wieder sehr viel durch die Gegend. Von einer Mutter mit 10 Kolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Okay. Ja. Toll. Das
den Laserpointer. Oben ist noch einer, gell, und Sachel. Oh, ja, und herunter ist auch einer. Ja, bei dem helfen jetzt auf einmal Kopfschüsse. Das Kinder kommen immer wieder, wenn ich es voran oder stehen bleibst. Könnte sein. Ich hab dich im Blick. Kannst du Voilà. Ich weiß, ich rede noch großartig von Kopfschüssen und ich schieße überall hin, nur nicht am Kopf. Den habe ich jetzt aber ein paar Mal im Kopf erwischt. Entschuldigung, ich wollte nur ausprobieren, was diese Waffe kann, aber wenn du es untersuchen gehst, nachher dann... Ja, habe ich mir auch gedacht, wenn man das mal kurz anschaut, was das bedeutet. So, was ist das? Lasermarkierer, ein Laser zur Markierung von Zielen, er muss... Bis zum Einschlag. Ja, okay, gut, verstehe ich, aber wieso ist das eine Waffe? Vielleicht kommt später noch ein Ding, wo da das geht nichts. Kann man vorstellen, dass sie dir das ansagen, von wegen die Geo. Erst bitte, wie viel muss. Darf ich auch mal weitergehen? Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Ja, yeah, mitten rein. Ich glaube, das war's nicht einmal. Du solltest doch das erzielen, ja. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Was? Wer? Wo? Alter! Achso, die sind durchs Fenster gekommen. Wirklich, danke. Die Dinger benutzen Waffen. Das gleiche könnten die und ich sagen. Explosiv aus, falls sie da ist.
Ja, das war zu früh. Yes, bitte! Im Schießen, was? Kein Ziel? Der Laser ist doch nicht kaputt, oder? Hinter dir. Ja, ich wirklich jetzt langsam, aber sicher geht mein Spiel ein bisschen am Arsch. Weil wenn es wenigstens ist, so von wegen, okay, eine Welle musst aufhalten und sowas, ja, dann sehe ich das ein, aber nicht von wegen Bären. Schau dir das an! Wie sollst du das schaffen? Ah, okay. Nein, es geht sich ja auch nicht aus. Währenddessen werde ich da abmurks von dem Arsch. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Helfer! Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick! Ja, Augenblick, warten, nachladen. Sieg. Die kommen die Kiven wieder. Da ist zu, da ist überhaupt geil. Last Man Standing. Das ist mein nächstes Ziel. Er ist schon wieder so großer. Ja, richtig, ja, der erwischt mich. Klar. Ich hab keine mehr. Super, hinter mir ist einer. Danke. Es wäre auch gut, wenn ich wüsste, wo vielleicht noch was in Richtung Ding ist. Und ja, wo noch was ist. Es kann nicht alles sein. Ah, schaut gut aus. Ich meine, okay, es kreiert Situation wie damals im Viererteil. Es hat was. Lust. Nein, schon, aber. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamix jetzt sein. Sowas gibt mir überhaupt nichts. Solche Kämpfe. Die Art von Kampf. Nein, im Viererteil haben sie es leibender gemacht. Da war es nämlich eben, was ich meine, war das heißt, am Anfang gehabt und irgendwo zwischendrin oder gegen Ende des Spiels hast du gehabt, wo das ganze Dorf gegen dich war und du bist herumgerannt. Aber du hast da Verschnaufspause machen können, wenn du irgendwo raufgerannt bist oder verstellt hast oder was. Da hast du keine Verschnaufspause gescheit. Ich meine, sicherlich, wenn ich es jetzt noch einmal spiele und vielleicht noch einmal, dann ist mir das, dann macht das vielleicht Spaß. Nur im ersten Mal. Du versuchst dich irgendwo verschanzen. Nein, die kommen von da rein, die kommen von da rein, von dort, aus dem Kamin, aus der Steckdose, keine Ahnung was. Das ist einfach. Ja. Und dieses Typische, das ist eine Sache, die hasse ich von den Entwicklern. Ich hasse sowas. Das ist die billigste Art und Weise, wie man ein Spiel schwer macht. Dieses Wellen um Wellen, es kommen endlos Gegner, bis du nicht irgendwas gemacht hast oder bis du eine bestimmte Schwelle überschritten hast. Das ist so billig. Und geht mal sowas von auf die Eier, wirklich. Da kann ich es auch sagen, so wie es ist. Jupp, genau das mag ich eben nicht. Es ist dieses von wegen, es kommt und kommt und kommt und kommt. Es gibt Spiele, die sind ja nur auf dem aufgebaut, die hasse ich, die kann ich nicht spielen. Die schaue ich auch überhaupt nicht gerne zu, ja, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Ja, da hätten wir auch noch was gehabt. Speziell, ich meine, jetzt mittlerweile sagen sie, okay, das kommt aus einem mysteriösen Gemisch da heraus. Ja. Aber früher war das ja wirklich so, dass du teilweise in einem Raum warst, und es gab keine Möglichkeit, wo die Gegner herkommen könnten und die poppen einfach auf. Ja, oder einfach, wie gesagt, du bist in einem Areal, das habe ich oft gehabt bei so bei Kriegsspielen, halt eben bei Ego-Shootern oder sowas. Mhm. Du bist in einem Areal und es kommen immer mehr, außer du zerstörst diese eine Geschichte da vorne. Oder du kommst an diesen ganz bestimmten oder Punkt du kämpfst dich vor und sobald du, was weiß ich, keine Ahnung, einen Bunker erreicht hast oder nur, das ist eine unsichtbare Linie, auf einmal kommt nichts mehr. Ja. Wieso? Nein, sowas mag ich gar nicht.
Und das Ganze hat für mich jetzt gerade mehr so ein, ich weiß nicht, ich kenne mich mit solchen Spielen ja nicht gut aus, aber so Call of Duty-mäßig auf die Art. Einfach ja, ja, na das eh, Spezialeinheit und bla bla bla. Ja, und manche finden das cool, ich finde das weniger. Ich habe einen Eingang gefunden, gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Von hier, okay. Oder von ihr. Von hier. Ich hoffe, wir können jetzt irgendwo speichern, weil wir haben langsam aber sicher wieder extreme Überlänge. Ja. So, wie geht's weiter? Klettern. Dass ich jetzt mit Chris alles durchspielen muss. Geht schon, geht schon! Okay, Ästhetik knurren können. Baumbart's Revenge. Bewachst den Megamyth hinten, was? Lobo, mir macht ihr alle zu schaffen! Ich brauch deine Hilfe! Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die! Okay, auf den Weg. Halt durch. Bin gleich. Okay, markiere das Ziel per Laser. Welches? Welches den? Wie? Wann? Stehen! So gefällt mir das. Sag jetzt nicht, der braucht noch eine. Geschlechtig! Das heißt, du kannst ihn eigentlich gar nicht umbringen mit konventionellen Waffen. Du musst dauernd im Kreis rennen, bis... Mein... Kann ich nicht darauf? Nein, ich kann nur erst. Ja. Er hat mich, glaube ich, genau in dem Moment nach. Na geh komm! Was macht er jetzt? Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Ich bin Chris Redfield. Holt mich hier raus! Wo gibt's da endlich mal eine Speicherfunktion, Alter? Das gibt's doch nicht. Alles gut. Na, jetzt langsam und sicher nervt's. Und eben, so wie es ausschaut, die ganze Munition, meine ganzen Granaten, alles umsonst. Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Die Stimme passt sowas von nicht zum Chris. Ich weiß. Da ist er. Was? Es ist rot, da muss man drauf schießen, das gibt's doch nicht. Mich erinnert das irgendwie an Futurama an die. Wie hat's gesagt, Slurp? Slurm. Slurm. Slurm McKenzie, also. Okay, das ist Alpha Antem. Groß. Ich bin jetzt. Na, aber das ist der Embryo.
Dann können wir das Ganze endlich beenden. Ich dachte, das ist Ethan's Herz. Es schaut ein Herz. Es schaut wie ein Herz aus, aber es hat die Form vom Embryo. Stimmt auch wieder. Das heißt, das soll los sein. Hat was Matrix-mäßiges. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Speicheln. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Wie gesagt, es wäre noch interessant zu wissen, seit wann die Miranda dort war. Das muss Mirandas Labor sein. Kadu. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Das sind jetzt so die ganzen Kraftdinger. Proband, Salvator, Moran, Cordon Bleu kompatibel schlecht, Hirnfunktion unerwartet schlecht, das Cordon Bleu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen, es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet, aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren, zu viele Mängel, als Hülle für Eva nicht geeignet. Eva oder Eva? Proband Alcina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut, Hirnfunktionen normal, äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Karl Heisenberg. Cordon Bleu Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umher bewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Donna Beneviento. Kadu-Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht vom Menschen unterscheidbar, sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. So, ich nehme mal nicht an, dass es hier noch irgendwelche Dinge gibt. Ein Foto. Okay. Schaut wie aus wie ein Expeditionsfoto. Ja. Da auch nochmal. Nein! Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einem halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuches in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren
und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinem Bestreben. Pass auf, das ist der Wesker. Ich glaube, das ist der Gründer von Umbrella. Ich glaube, dass sie vor Umbrella da war. Kann auch sein, ja. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Also theoretisch müsste es der Vater sein von dem Code Veronica, wo die zwei das Geschwisterpärchen sind. Der Vater von den Geschwisterpärchen, glaube ich. Ja. Das war der Gründer. Aber ich schweife Spencer. Ab. Der genau, das Spencer-Anwesen. Spencer-Anwesen. Ja. Es war aber nicht Bud Spencer, leider. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Ja, er war die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Progenitor, ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswell Osmond E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Hallo, Spencer! Na, das war ja das wirklich das. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Melodie gegangen ist, aber wie hat das gar geheißen? Hallo, Spencer. Das war ja dieses Muppet-Gegenstück. Ich überlege aber. War das nicht. Das waren die Fregels mit der Müllhalde und so. Die sprechende Müllhalde. Das ist schon irgendwie alienmäßig was. Ja, okay, ich sehr weiß interessant. Ich weiß die Titel nicht. Aber ich finde, das ist wiederum interessant, dass sie. Ja, aber es ist. Dass sie ihn inspiriert hat, sozusagen, zu dem, was er dann gemacht hat. Ja, das ist die Evelyn. Genau, die Mia, Evelyn. Ja, aber dann wäre links der zweite, war er der Chris. Der schaut ein bisschen. Ah, okay, das ist, weil es so gebogen ist, weil ich denke mir, was ist. Nein, das ist der eine aus der Scary Movie Verarsche, ja, genau. Der mit dem verschwobenen Gesicht. Oh Gott, wer ist das? Das ist Onkel Frank, der steht da hinten. Okay, aber das heißt, wir haben hier die Miranda in der Mitte. Das soll Miranda sein? Okay. Hätte ich jetzt gemeint, dass das die Miranda ist. Ganz lustig, der ganz links, das ist der eine, der schaut aus wie der Schauspieler, der beim zweiten Teil von Blade Runner, der von Remember the Titans. Ah, ich weiß, wen du meinst, der Fesche. Ach Gott, wie heißt der nochmal? Nein, vom zweiten Blade Runner, Blade Runner gespielt. Weißt du. Aber eben daneben, der schaut aus eigentlich wie der Chris. Nicht so süß. Lustigerweise, der dritte von links schaut aus wie ein total schlecht gezeichneter Ryan Reynolds. Der dritte von links, in der Mitte, der neben der Evelyn, ja, der ich hätte ihn für einen schlechten Benedict Cumberbatch gehalten. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay. Gott, wie heißt denn der jetzt nochmal? Ich weiß nicht, aber da gibt es ein leibendes... Notebook, der hat bei Notebook mitgespielt. Und da gibt es ein leibendes Interview, was ich gesehen habe, da mit dem Engländer, den du so gern hast, den Showhost, wo gerade der Film rausgekommen ist und da sitzt er mit Harrison Ford und der Harrison Ford macht die ganze Zeit, als hätte er quasi Alzheimer oder was und vergisst dauernd seinen Norton, Namen. Graham Norton? Graham Norton ist der Showhost, den ich gern habe. Ja, okay. Und eben fängt dann an, wie war es von wegen den Film zu machen? Na, super. Und es war auch gut, dass wir den einen Schauspieler gekriegt haben. Wie heißt du nochmal? Ah ja, genau. Den war. Und dann erzählt und immer wieder, und er, genau, ja, du warst auch da dabei. Super, ist echt leibend. Also es kann der Harrison Ford kann so ein Troll sein, aber er hat sich's auch verdient. Ich glaube, das ist die Miranda. Hallo Miranda. Und die Evelyn ist vielleicht das Kind, das sie wiederbeleben möchte. Aber das wäre seltsam.
Machst du das? Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyziten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyziten, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyziten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. In drei Teile hat sie es unterteilt, ganz sicher. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in einer Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein und da habe ich ihn gefunden, den Megamyziten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzit spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Megamyziten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alsina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans, Lykans. Das ist viele schwere Worte in dem. Das ist die perfekte Hölle. Das ist der perfekte Tag. Das singt wahrscheinlich nachher dann bei der Zeremonie. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ja. So dachte sie, ne? Mhm. Chris hat kein Messer? Er hat ja kein Messer, er hat einen Laserpointer. Ja! Nimm die Hände hoch! Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Stimmt, mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Der Hubschrauber ist draußen, nicht sie im Spiel. Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, nicht aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte! Nimm mich gefälligst mit! Du hast es versprochen! Du hast gesagt, du beschützt uns! Wir haben doch alles getan! Wir sind hierher gezogen, alles! Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir... Wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit fort? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Komm mal, Sprecher. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ich meine, es ist ein Autosave, aber es hilft mir nichts. Ich meine, schon. Der hat jetzt sicher eine Duracell-Batterie drinnen oder irgendwas. Mein bei der Fabrik in der Nähe war gleich eine Schreibmaschine. Was also, ist passiert? Wenn er dort aufhockt. Ist da jemand? Ich glaube, wir sind auf Rot. Ja, kalt. Keine Ahnung.
Gut, ich gehe mal dorthin, wo er immer hingeschaut hat. Aber oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Machst du das oder ist das er? Ja, das macht er. Okay. Du bist so dumm. Du bist schön, schön doof. Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? T-U-H-T. Ich meine, sind wir nicht dieselbe Stimme? Miranda. Anderen Teil, oder? Sie. Keine Ahnung. Nein. Ich muss Rose retten. Falsch. Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest. Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Rose? Mia? Ich... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter... Du bist schon lange tot. Tot. Sixth Sense noch. Ich werde... Rose, reiten! Sorry, aber das Baby hat was Beängstigendes an sich. Ja, es schaut einfach total unecht aus, da jetzt so das Ganze. Der Chris hat realistisch Hand ausgeschaut. Aber, ja, ja. Muttermilch. Baby Otto. Ungefähr so beängstigend. Na, es ist ja interessant und alles, aber es ist jetzt schon sehr lange mit Videosequenzen. Ja, nein. Und keine Speichermöglichkeit. Gib mal einen Speicherpunkt oder den Abspann. Eins von den zwei. Das ist bei dauernd. Das ist schon mehr von einem Mini-Movie. Ja, nein, wir sind. Wenn das am Anfang ist von der Folge. Ja, Duke!
geworden. Herrscher den Duke und fahr mit ihm weg. Du hattest einen Albtraum. Ein Roadmovie. Einen alpigen Traum hatte. Duke. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Ich habe den Schriftzug nicht gesehen. Ja, apropos dumme Frage. Aber ich habe es nicht weiterlesen können. Da bin sogar ich überfragt. Da hängen die drei Fische, die wir brauchen. Für die Gerichte. Wir sind da. Ich will den Schriftzug lesen. Entschuldige ihn was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Schon mal los. Schreibmaschine. Ja. Hast du jetzt eine Map? Ah, da. Endlich. Dafür, dass wir dann das nächste Video wahrscheinlich nur 15 Minuten aufnehmen, weil schon kann das Ende sein, ist. Kann sein. Ja, aber... Wurscht. Also, der Anfang mit dem alles nochmal nachspielen, das war halbwegs okay. Was soll ich sagen? Mir hat's, ehrlich gesagt, mir hat's nicht so toll gefallen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war zwar im ersten Moment von wegen, hey, mit Chris spielen, okay, Leib und Munition, alles. Aber dann war das von wegen, die werfen da Welle um Welle, werfen uns da halt eben die depperten Werwölfe vors Gesicht. Das mit dem Laserpoint, es ist eine nette Idee, aber die Umsetzung ist für den Arsch. Ganz ehrlich, das ist so ein alter Schmäh und ein dreckiger Schmäh, wie man ein Level macht. Mhm. Auch der Bosskampf mit dem Viech da, ich habe mir eh die ganze Zeit gedacht, wenn es hinten drauf geschossen hat, dann hat er geblutet, wenn es vorne war, nix. Auf kleinsten Areal mit dem Laserpointer stehst da und halt still und na, also das war ein Schaß. Geschichtsmäßig, ja, war okay, aber das von wegen, okay, gut. Das Einzige, was mir gedacht hat, war das, was sie gesagt hat, von wegen, du bist tot, du bist schon seit 3 Jahren tot, erinnere dich, er hat dich damals umgebracht. Das war, da fand ich irgendwie, ah ja, wirklich, und coole Idee, und deswegen kann er sich mit Superkleber quasi heilen und sowas, nur dann versteht man nicht, wieso spürt er sich, weißt, das ist irgendwie, aber ansonsten, der Rest muss ich ehrlich zugeben, ich weiß auch nicht, ich möchte jetzt nicht zu hart sein, aber es geht beim Arsch vorbei irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist mein Problem, dass ich im Grunde genommen mehr Interesse habe an den ganzen Grafen, die wir kennengelernt haben und deren Verwandlung und eigentlich deren Geschichte sogar mich interessieren würde, mehr zu sehen. Halbert. Lady Dimitrescu auf jeden Fall. Ja. aber nicht nur, ich fand auch den Heisenberg sehr interessant. Miss Triple D. Den Kampf gegen Heisenberg fand ich sehr cool inszeniert, der hat mir wiederum sehr gut gefallen, weil das mal was anderes war. Ja, der war okay. Die ganze Sequenz mit Chris ist mir wirklich auf die Nerven gegangen, hat mir überhaupt nicht getaugt. Jetzt nur vom Kampfstil her. Es sind wunderschöne Effekte, es ist... Der Nachtsichteffekt, der ist so schön gemacht. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn es mir eine Art... Schleichfunktion gewesen wäre oder so in Richtung, dass du es dir aussuchen kannst, aber dieses, du musst jetzt diese Gegnerwelle und du musst jetzt das und du musst den Leser, das taugt mir einfach nicht. Das ist so auf die Nase gedrückt von wegen, du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um das Spiel zu schaffen, das taugt mir nicht. Ja. Ich habe gerne meine Möglichkeiten sozusagen, dass man mir sagt, hey, du kannst fetzen, du musst nicht, ja. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ich hätte nichts dagegen gehabt, von wegen eben, dass du hast die Munition und das alles und dass die Werwölfe kommen, das ist okay, nur nicht in dem Ausmaß und so, wie sie es gemacht haben. Mhm. Weil eben, du gehörst zu einer Spezialeinheit, du hast genug
du hast genug Munition dabei, ein paar könntest du entgegenhauen, aber trotzdem, da kann man ruhig ein bisschen das machen, du bist zwar weit im Spiel, aber da kann man ein bisschen eine Überlegenheit dem Spieler gegenüber darstellen. Ja. Sie hätten es auch ruhig machen können, während du im Dorf bist, kommen die Normalen, dann machst du das erste Mal Laserpointer, dann sollen die Normalen kommen, Laserpointer muss wieder aufgeladen werden, also Laserpointer setzen, zack, dann nachladen, dann kommen die Normalen, eine gewisse Anzahl davon, dann kannst wieder, dann musst wieder warten wegen Aufladen, dann sollen es drei von den Schweren dahinterher jagen und danach nochmal. Und das wird reichen. Aber nicht dieses Hauen, Hauen, Hauen und er muss irgendwie schauen, dass er irgendwo 2 Sekunden findet, wo er den Laserpointer hinhaltet. Ja, da baust dann Schaß auf. Aber ich weiß schon, da rede ich gegen eine Wand, weil erstens mal hört es keiner von die Programmierer. Wenn es einer hört, ist scheißegal. Und ja, Nummer 3 ist, selbst wenn es jemand hören würde und sie würden es verstehen, kommt es darauf an, was die Budget-Heinis haben wollen. Ja. Also die Oberen, die Bosse halt eben von mir. Da müssen wir was Schweres einbauen, weil sonst regen sich die Leute auf. Ne? Was ich halt interessant finde, ist, dass das Spiel, je weiter wir, also je mehr wir dem Ende entgegenkommen, umso weniger interessiert es mich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, die Mutter Miranda oder wie die heißt, ja, war ja so lange für mich interessant, bis sie erschienen ist und wir gelernt haben, wer sie ist und was sie kann. Im Grunde genommen, für mich, das ist so wie wenn Sauron auf einmal in Person vor dir steht, sozusagen, ja. Solange du über ihn hörst und andere über ihn reden, wie schlimm er ist, wie arg er ist und so weiter, ja, ist er viel gefährlicher und viel interessanter, als wenn du dann so... Ich meine, das war mir auch bewusst und das habe ich auch schon oft genug gehört, von wegen, dass eben die Mutter Miranda, die geht eigentlich jeden fast am Hintern vorbei. Und den meisten eben die Lady Dimitrescu. Das ist eigentlich, wenn das die Hauptbösewichtin war, bin ich auch der Meinung. Die war super gewesen als Hauptbösewicht. Also überhaupt, die hätten nur den Heisenberg und sie haben können, dass die zwei sich fighten um die Rose für die Vorherrschaft. Das hätte gereicht. Und auch überhaupt, das ist mir vor kurzem ist mir eingefallen oder ist mir der Gedanke gekommen, die Reihenfolge haben die vollkommen verhaut. Wenn die ganz am Anfang wieder hinkommst, wenn es da als erstes die Puppenalte entgegenhauen, dann hast halt eben den Horror-Effekt. Dann als zweites der Schirche halt eben der Fischkopf. Dann von mir als drittes in Heisenberg und dann die Lady Dimitrescu. Das so hätten sie, oder von mir aus, oder Lady Dimitrescu und dann Heisenberg. Aber alles am Schloss war, finde ich, voll geil. Ja, absolut. Na, und was bei mir halt auch das Ding ist, eben mit der Miranda ist, wenn ich mir jetzt nur denke, zum Beispiel Resident Evil Code Veronica, ja, der totale absolute Endgegner war ja die Veronica, ja? Ja. Aber im Grunde genommen, das ganze Spiel hindurch hattest du immer wieder so kleine Auseinandersetzungen und immer wieder hattest du den Geschwisterpärchen. Genau, den Bruder. Ja. Und du warst am Ende so froh, dass du ihn endlich umbringen konntest, weil er dir am Arsch gegangen ist. Aber es war ein schöner Erfolg und du hast gedacht, ja, das war ein Bösewicht. Das war einer, der zählt. Die Mutter Miranda haben wir vielleicht 3-mal gesehen und hat nicht wirklich jetzt irgendwie mit uns direkt großartig Kontakt gehabt. Ja. Und jetzt steht sie bei diesem Feld und redet irgendeinen Blödsinn über die Rose und ja, nimmt uns das Herz raus. Es war einfach für mich nicht dieser Effekt davon wegen, jetzt sind wir endlich gegen sie. Jetzt, ja, und wie gesagt, das erste Mal, wo wir es gesehen haben, halt eben, wo du aufwachst und alle reißen sich um dein Fleisch, halt eben, da war es noch interessant. Ich meine, du hast nicht viel erfahren, aber trotzdem, da fand ich es noch ein bisschen interessant. Aber ansonsten hätten sie es wirklich so in der Richtung machen können, von wegen Scheiß auf die Miranda, sondern eben Heisenberg und Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu vielleicht ist wirklich der Hauptbösewicht, aber eben, dass der Heisenberg immer wieder vorbeikommt und entweder seine Schergen, seine Schätzchen auf dich schickt oder vielleicht selber gegen dich kämpft und du kannst ihn abwehren, das würde mehr Sinn machen. Das hätte mir auch gefallen. Ja. Aber ist wurscht, ich bin trotzdem noch immer gespannt. Erstens will ich es durchspielen, einfach weil jetzt haben wir so weit schon gespielt, warum nicht den Rest auch? Und ich bin einmal gespannt, was der Rest der Geschichte noch hergibt. Aber ja, ihr habt es wahrscheinlich eh gesehen, ich habe mich heute mehr durchgequält und ja, aber mehr nicht. Aber jetzt es haben gab, wir es eh gab schon so einzelne Momente, wo ich gesagt habe, das ist cool oder das ist super, aber gerade jetzt, die letzte halbe Stunde, kann man fast sagen, war so richtig so von wegen, haben wir es endlich? Kein Speicherpunkt. Und ich wollte nicht aufhören mit einem automatischen Speicherpunkt, weil das ist auch immer so. Ich stelle mich jetzt nur darauf ein, dass wir das nächste Mal die Kamera aufdrehen, 5 Minuten aufnehmen und das Spiel ist vorbei. Dann ist so. Jetzt dafür die Folge ist fast 2 Stunden lang. Also diese 1 Stunde 40 sind das wir jetzt für schon. Heute.
Abschließend hoffen wir doch, dass für euch wenigstens einmal interessant war, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder bei Cordon Bleus und Miranda und Schimmel und keine Ahnung was. Pilzragout. Irgendwie sowas, ja. Mensch, bleiben geil, tschüss. Papa.